Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute ein Reliefbild zeigen, welches ich mit ArtCam gestalte und zeige Ihnen, wie das im Einzelnen in der einfachsten Form geht. Dazu möchte ich ein Holzstück oder eine Holzplatte mit einem Rahmen versehen und einen Buchstaben aufarbeiten. Dazu rufe ich hier dieses Programm Autodesk ArtCam auf und lade es auf meinen Bildschirm. Es ist das ArtCam Standard 2018 und hat also sozusagen ist also die neueste Version von ArtCam. ArtCam ist ein Programm zum Design und auch zum Fräsen von Ornamenten, Reliefs. Man kann damit gewisse Konstruktionen machen und auch zweidimensional oder dreidimensional fräsen. Hier werden die Werkzeugwege, sprich über die entsprechenden Postprozessoren, werden die Dateien erstellt, die dann auf der Maschine laufen können. Hier gibt es verschiedene Designs mit den entsprechenden Videos. Ich möchte also hier ein neues Modell machen, damit die Platte nicht zu groß wird. Erstmal 50 mal 50. Der Nullpunkt soll auf der linken unteren Ecke sein. Das kann ich hier bestimmen auf diesem roten Punkt. Wir haben die Möglichkeit, entweder eine zweidimensionale Fläche oder eine dreidimensionale Ansicht zu erzeugen. Zuerst möchte ich ein Rechteck zeichnen, und zwar als Quadrat mit einer Breite von 35 mal 35 mm und einem Eckenradius von 5, wobei ich die Ecken umkehre, damit das einen schönen Rahmen gibt. Der Mittelpunkt lege ich mal in 25 mal 25 und damit ist er im Mittelpunkt. Dazu kommt ein zweiter Rahmen, damit eine Wölbung von einer Linie zur zweiten geht. Das mache ich hiermit, indem ich hier einen Vektor versetze. Und zwar versetze ich ihn um 3 mm nach innen. Damit habe ich die zweite Linie erzeugt. Der nächste Schritt ist die Herstellung von einer Ziehfläche mit zwei Leitkurven, wobei ich allerdings erst noch die Leitkurve erzeugen muss. Die Leitkurve wird einfach ein kleiner Bogen sein, den ich hier mal entwickle, ganz einfach in einer Polylinie, die ich eventuell noch etwas gestalten kann, indem ich die beiden Knoten hier glätte. Und man kann dann noch gewisse andere Sachen machen. Man kann also gewisse Vertiefungen und Erhöhungen dann noch mit einarbeiten. Aber bei dieser Kleinheit ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll. So, jetzt mache ich diese Ziehfläche. Ich lege die erste Leitkurve fest. Ich lege die zweite Leitkurve fest und füge den Querschnitt hinzu. Und damit habe ich schon, wie Sie sehen, einen gewissen Rahmen. Und in diesen Rahmen möchte ich einen Buchstaben einarbeiten, den ich hier aufrufe. Er hat sich jetzt an die Leitkurve gelegt. Das wollen wir jetzt mal nicht. Das heißt, ich muss ihn wieder loswerden und kann das so machen. So. Ich lege ihn also hier in die Mitte, diesen Buchstaben. Dazu kommt
das Schreibwerkzeug, die Werkzeugeinstellung, und ich kann hier eine Times nehmen mit einer Größe von, na, sagen wir mal, ja, 20 mm und schreibe hier den Begriff rein. So, das muss ich dann mit den Werten erstellen. Ich kann hier also gewisse Veränderungen vornehmen, vergrößern, verzerren oder drehen. Das kann man hier einstellen. Oder eventuell auch, wenn mehrere Buchstaben aneinander sind oder ein Text ist, dann kann ich dazwischen auch gewisse Zwischenräume erzeugen, nämlich den Abstand in Prozent oder in Millimeter. So. Ich werde diesen Buchstaben erzeugen und lege ihn mal hier in dieses Stück rein. Wir haben ja, ich denke, es ist noch da. Nein, es ist nicht mehr da. Wir müssen also nochmal wieder die Leitkurve erzeugen für den Rahmen. Und dies ist das Profil wird hier das Formprofil von dem Buchstaben erzeugt, indem ich also, sagen wir mal, eine runde Oberfläche nehme mit einer gewissen Starthöhe, vielleicht 1 mm aus der Fläche herausragend. So, das Ganze übernehme ich so. Und jetzt kann ich auch nochmal, warum auch immer ich das machen muss, er hat die Leitkurven wieder vergessen. Gut, machen wir es einfach nochmal neu. Ich erzeuge die erste Leitkurve, ich erzeuge die zweite Leitkurve und übernehme das Profil zwischen den beiden Kurven. Damit habe ich also hier ein Ornament geschaffen. Mit einem K. Dies wird natürlich in einem Holzstück erzeugt werden. Und zwar wird dann aus dem Holzstück die Oberfläche rausgearbeitet und es bleibt nur noch diese erhobenen Teile stehen und das Ganze wird natürlich dann im Holzbrett vertieft werden. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, wenn ich das jetzt fräsen möchte, muss ich mir ja die Fräsdatei erzeugen. Und das mache ich, indem ich hier auf den Pfeil gehe. Jetzt habe ich vergessen, die Leitkurven noch zu bestätigen. Das heißt, ich muss nochmal hier anfangen, das vorzunehmen und dann hinterher auch noch zu erzeugen, wenn mir das so gefällt. Und auch hier können wir eine Starthöhe einarbeiten und verschiedene Werte machen. Wir können dann hier noch einstellen machen. Damit sollten Sie dann mal rumspielen. Das hat sehr viele Möglichkeiten, vor allen Dingen auch später bei der Ornamentherstellung, vielleicht auf Holzplatten. Also ich übernehme den Rahmen und kann jetzt also dieses fräsen, indem ich hier also die einzige 3D-Möglichkeit, die es hier gibt, dies sind alles 2D-Anwendungen, Taschenfräsen, Nutenfräsen und geriffelte Werkzeugwege. Das sind 2D-Anwendungen. Hier haben wir die 3D-Erstellung von Relief-Werkzeugkurven. Ja, wer gefräst hat, wird wissen, dass er zum Fräsen natürlich auch ein Werkzeug braucht. Und dieses Werkzeug wird hier ausgewählt. Ich kann hier das ganze Relief machen oder nur einen Rand
je nachdem mit innerem Versatz oder äußerem Bassversatz. Sie sollten da einfach mal ein bisschen rumspielen und die verschiedenen Möglichkeiten kennenlernen. Aber ich will mal schnell durchgehen. Ich will hier auch nur eine Schlichtoption machen. Die Schrubb-Option hat einfach grobere Überlappung und diese hier hat sehr feine Überlappung. Dazu nehme ich mal einen Fräser, einen Flachfräser zum Beispiel. Man kann natürlich auch andere Fräser nehmen, die hier sind. Hier habe ich die Fräsernummer, Durchmesser 3 mm, Bahnabstand, maximale Schnitttiefe, den Vorschub und die Eintauchtiefe. 500 mm pro Sekunde ist natürlich ganz schön schnell. Vorschub 2000, na, das wird also ein bisschen sehr flott sein. Also der Bahnabstand mit 1,5%. Man kann ihn etwas größer machen, 3%. Und die Spindeldrehzahl 3000, bei Holz würde ich 5000 nehmen. Vorschub Millimeter pro Sekunde dürfte etwa nur 20 Millimeter pro Sekunde. Ja, hängt jetzt sowieso von der Fräsmaschine ab, ob er das überhaupt schafft. Ansonsten kann man ja in Mach 3 auch den Vorschub dann erhöhen oder auch erniedrigen. Eintauchtiefe würde ich mal hier mit 10 mm pro Sekunde machen. Hat alles eine Variationsmöglichkeit. Die maximale Schnitttiefe 10 mm muss ich beachten, damit ich nicht zu tief reinfahre in das Objekt. Gut, den wähle ich aus für meine Schlichtfunktion. Ich kann hier also das Raster noch bilden, indem ich einfach nur hin und her oder kreuzweise gewisses Aufmaß, falls ich etwas noch später nachbearbeiten möchte, wird dann hier sozusagen stehen gelassen über der Oberfläche. So, wir haben hier das Problem, die Z-Position könnte 30 mm über dem Material sein, aber am Ausgang von Z150 ist es ein bisschen sehr hoch. Das heißt, er würde erstmal 150 mm von dem Nullpunkt nach oben fahren. Das ist in meisten Fällen zu hoch und er fährt dann in den Endschalter. Also auch hier würde ich maximal 50 nehmen. Also 50 überhalb ober. Man muss den Nullpunkt 50 mm, mindestens 50 mm bis zum Endschalter hier eingeben und 30, die Z-Position 30 mm ist eigentlich auch ziemlich hoch schon. Also man kann auch hier vielleicht 10 mm über dem Material bleiben. Ja, hier wird das Material bestimmt. Ich fange mit meiner Bearbeitung. Der Nullpunkt ist oben über dem Material und die Materialstärke soll mal sein, sagen wir mal, 10 mm. 10 mm. Und die abgebildete Modelldicke ist dann 1,7 mm. Das heißt, er wird das ganze Objekt oder diese Figur dann 1,7 mm in das Material einarbeiten. Will ich es tiefer haben, müsste ich hier noch eine Vertiefung einarbeiten oder noch hier einen anderen Wert eingeben und kann das dann jetzt
in diesem Material abbilden. Die Tiefen zu bestimmen ist im Moment, weiß ich noch nicht, wo ich genau eine Vertiefung, also eine höhere Tiefe als 1,7 mm einstelle. Das heißt, irgendwo wird hier noch eine Möglichkeit sein, die Tiefe des Materials, also der einzelnen Schritte, zu bestimmen. Im Moment habe ich die Verteilter, die auf die entsprechenden 1,7 mm. So, hier kann ich jetzt dem Ganzen einen Namen geben. Also sage ich mal Relief. Das kann ich jetzt berechnen lassen und sehen, welche Rasterung er macht. Das ist natürlich ein sehr grobes Raster, das heißt, die Überdeckung ist eigentlich natürlich zu groß. Ich muss die Überdeckung kleiner machen. Das heißt, der Bahnabstand ist eigentlich so groß wie der Fräser. Das wäre hier in dem Falle zu verändern. Also würde ich mal sagen 0,5 Überlappung. Und da sieht man schon, dass da eine höhere Abdeckung, dadurch werden die einzelnen erhabenen Elemente feiner abgebildet. Und je feiner ich das mache, je kleiner ich den Wert mache, desto besser kann man hier die Abbildung machen. Ist ja ein sehr kleines Teil, also bei einem 3 mm Fräser ist das fast okay. Ja, vielleicht noch 3 mm, 0,3 mm. Ja, das ist vielleicht ein besserer Wert. Gut, wir gucken uns das mal seitlich an, wie das jetzt hier im Objekt drin liegt. Okay. So ist das eingraviert. Gut, das zu der Erstellung des Designs. Hier sehen wir auch nochmal die einzelnen Phasen. Er fährt also mit zwei Fräsungen praktisch das Element ab. In einer Tiefe von, ja, muss man mal sehen. Im Moment möchte ich mal weiterkommen. Das heißt, ich habe jetzt die Aufgabe, im Grunde die Fräsdaten zu erzeugen. Das mache ich hier in diesem Falle mit der rechten Maustaste, rufe das Projekt auf und kann das schließen. Das Projekt, hier habe ich also den Werkzeugweg, das ist das Relief und die sichere Position ist 10 mm, das ist der Name. Ausgangsposition ist 0,0 und mit 50 war die Höhe über dem Objekt. So, damit kann ich das Ganze zu Fräsdaten machen. Die Fräsdaten werden hier im Werkzeugweg gespeichert. Hier habe ich die Datei, hier habe ich den Ort, wo er diese Post-Prozessor-Datei hinschickt, also den DG-Code. Und hier gebe ich einen Namen, Relief K. Hatte ich es als
Programm genannt und hier ist dann, sind dann die verschiedenen Postprozessoren für die entsprechenden Bearbeitungsmaschinen schon hinterlegt und wir haben es ja mit einem Mach 3 mm System zu tun. Das kann ich also jetzt speichern. Er hat es schon gespeichert und wenn ich wissen will, ob das auch alles richtig ist, hole ich mir einen G-Code Viewer, den ich hier mal aufschlage und der dann, das ist hier der J-Viewer, den ich hier erzeuge, den ich hier aufschlage und mir die Datei angucke als Relief K Tab hat er sie als G-Code abgelegt. Hier ist der G-Code, den ich hier auch überprüfen kann, ob das alles stimmt, beziehungsweise ob die Maschine dann das auch macht. So, hier haben wir die entsprechenden Linien. Bin etwas überrascht, dass er die Texte gar nicht macht. Das ist allerdings etwas seltsam. Also, hier fehlt eigentlich, fehlen die Vertiefungen. Okay, nochmal zurück. Gucken wir uns das hier nochmal an. Wieso er diesen Vertiefungen nicht gespeichert hat. Vielleicht. Vielleicht bleibt er einfach oben drüber. Er macht nur die oberen, er kommt gar nicht bis zu der Fräslinie. Mal seitlich angucken. Ja, er macht eigentlich nur noch, er macht nur die beiden oberen Linien und das war's. Das heißt, hier ist irgendwo die Tiefe nicht mit berücksichtigt worden. Heißt also, ich muss eine höhere Tiefe angeben. Und zwar bei der Fräsung oder bei dem Werkzeug. Okay, das will ich noch rausfinden und damit ist erstmal das Video beendet.